Ja, hallo zusammen, wir sind es mal wieder, der Peter Dietzel und der Peter Stapfer. Und heute haben wir den VH2 dabei. VH2 deswegen, weil er hat einen Gegensatz zum VH4 nur zwei Kanäle, wie man sieht, auch in der schrägen Anordnung. Und hat außerdem zwei Kanälen, hat er noch zwei Master. Die kann man abrufen, die Kanäle und die Master über einen Zweifachfußschalter. Der ist im Zubehör vorhanden. Die Idee dahinter ist, dass viele sich den VH4-Sound ungefähr so wünschen, aber einfach nicht diese vier Kanäle brauchen und das MIDI und diese Channel Insights, das ganze Schnickschnack, das ja in der Herstellung vom Material her auch ziemlich ins Gewicht fällt, kostentechnisch. Und viele wünschen sich den dritten Kanal vom VH4, weil einfach da genügend. Wobei ich muss dazu sagen, wir haben also den Kanal ein bisschen moderner gestaltet. Aber sagen wir mal, das Voicing ist eher dritter Kanal, also ja, dynamisch. Ja. Sagen wir mal, man könnte auch mit dem Kanal einfach auch diese Lead Soli-Geschichten da. Können wir dann mal durchprobieren, genau, wie weit es reicht und genau, wie es sich regeln lässt. Also das ist jetzt der Clean. Der Clean. Ja. Klingt ein bisschen offener, gell, wie, ja, wie der VH4. Ja. Und jetzt im Gegensatz zum VH4-Kanal, Clean-Kanal, kann man den jetzt auch anzerren. Ich drehe jetzt mal langsam auf, bitte. Ich muss da ein bisschen die Lautstärke runternehmen. Als Pickup. Geht schon als Crunch-Kanal durch. Ja, man kann noch eine andere Gitarre dazu wählen. Ja. Ging als Crunch-Kanal wahrscheinlich durch. Okay. Gucken wir mal. Ja, schon mächtig. Super jetzt, gell? Gut, gehen wir mal zum zweiten Kanal gleich. Mhm. Der fängt da an, vom Gain her und von der Struktur, wo der erste aufhört. Mhm. Probier gleich mal. Können wir mal mit Volumen runtergehen, was ja, er da macht? Ich mach mal. Immer noch straff genug. Mhm. Hat ein bisschen mehr, also in der Stellung hätte jetzt der dritte Kanal ein bisschen weniger Gain. Ja. Gell? Mhm. Hält gut die Akkordstruktur natürlich auch. Gell? Das ist Hast du ihn schon mal ausprobiert eigentlich? Nee, keine Zeit. Ich muss ja immer arbeiten. Ja, bitte, wollen wir noch mal eine tiefer gestimmte Gitarre probieren? Ja, gern. Okay.
Okay, gehen wir nochmal über zu Lied. Ja. Gut. Geil. Und wie gesagt, ja, wir hätten da noch zwei Master, das wäre Fußschalter schaltbar, wie schon erwähnt. Hätten wir zwei Lautstärken und eben die Kanalumschaltung. Hinten dran hat er noch eine Loop, eine serielle Loop. Bauteile sind dieselben, die wir immer verwenden. Also ja, wir schauen, dass wir genau das Beste bekommen. Nur der Schaltvorgang ist nicht ganz so komplex wie bei einem Vierkanal mit Insert, Schaltbar und dem ganzen MIDI-Case. Und da haben wir, glaube ich, 24 Relais drin im VR4, gell? Ja, sowas. Ja, schon ordentlich. Und hier, nachdem das alles wegfällt, ist natürlich da der Materialkostenanteil geringer, aber nicht wegen der Materialgüte, sondern weil einfach nicht so viel verbaut wird. Da, ja. Der zweite Master, das ist ein sehr nützliches Tool. Booster verändert da immer ein bisschen so den Sound, aber wenn man einfach den gleichen Sound einfach lauter haben will, ist, geht ist hier cool, nur um die Lautstärke. Genau. Ja. Wie viel Watt? Angegeben ist er mit 100, wobei die bringen schon meistens immer ein bisschen mehr. Ja. Aber man kann man auch leise drehen. Bitte wollen wir mal leise versuchen, die Verstärker zu spielen. Hörst du mich? Ja, ich höre dich. Alles klar? Ja. Man kann das ja noch leiser machen. Das ist nicht mal mehr Bedroom Volume, das ist da könnte man Restroom Volume. Da könnte man einschlafen. Bloß, dass wir das mal vorgeführt haben. Ja, also aufs Nötigste reduziert, aber den typischen Dietzel Signature Sound. Ja. Okay, dann tschüss bis zum nächsten Mal. Tschüss bis zum nächsten Mal, ja.